Die Sussexes stehen jetzt in der Büßerecke weit weg vom Rest der Windsors. Oh. Das ist hart. Oder? Das ist hart. Oh. Hat man jetzt eben auf den Bildern gar nicht so gut gesehen, aber die stehen da tatsächlich neben Hitler und Stalin. Das ist zu hart. Das ist wirklich zu hart. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. You know what time it is. It's your boy, Gijet Shed, the one and the only. And we are back here again today on this beautiful day, guys. Ich bin Shady Shay, the Unzigger. Wie geht's, guys? I hope you guys are all good. Guten Abend. Okay, guys, we are very back. So we're going to be checking out heute show again. Okay, this time is Brexit. The British have finally left the EU German political comedy English subtitles. So without saying too much, guys, I'm gonna go straight to action and check this out. This Hoity show has been quite entertaining. It's a bit hard, guys. It's a bit hard, okay? It's not the kind of comedy you expect, okay? This is satire, German satire, all right? With some German jokes in it. A few bits, I find it really funny. The other bits, I find them very educative, entertaining. But I'm not gonna lie, yeah, it's hard, okay? It's like some hard punches. Imagine someone punching you and giving you jokes at the same time. And you're going, ugh, I'm feeling the pain. I would laugh and I'm feeling the pain at the same time, okay? It's hard, okay? It's hard. So, yeah, let's enjoy this, get detained, laugh if you want to laugh. But at the end of the day, yeah, we're here to learn, alright? So that's it too much, let's go straight to action. But before we start this video, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love. And let's get this started, guys, alright? Let's get this started. First of all, I'm going to smash that like, okay? And let's go. Und jetzt heißt es nochmal Haltung annehmen und Hand aus der Hose. In etwas mehr als einer Stunde ist es soweit. Zum ersten Mal in der Geschichte verlässt ein Land die Europäische Union. Und zwar... For the first time a country is leaving the EU, the British are always first in doing many things, all right? Many things. A country that has four countries in one. Let's go. Großbritannien, genau. Ja. Partystimmung, große Stimmung bei den Brexit-Fans, aber auch in Brüssel findet heute um Mitternacht wohl eine symbolische Aktion statt. Ja, da wird extra eine britische Fahne an einen bestimmten Brunnen gelegt, einfach als Zeichen. Als Zeichen. Ich muss sagen, ich sehe es anders, ich finde es traurig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde es auch traurig, denn es gibt so vieles, was man an den Briten einfach lieben muss. Die Bilder, die jetzt wieder hochkommen, ihr legendäres Rhythmusgefühl, wie hier als Theresa May versucht hat, das Wort Brexit zu tanzen. Ihre beneidenswerte Debattenkultur im Unterhaus. Oh, the debates in the House of Commons. That debate, yeah. Even ourselves, we find it as a joke. It's as a joke. Sometimes I'm like, look at some big men. You see a big man talking. Yo, Mr. Speaker, please allow me to talk. Mr. Speaker, no. Yo, it's like a nut house. I'm not gonna lie. It's like a nut house. But at the end of the day, they end up coming up with some really good decision. Well, you can call it good, you can call it bad, but good is a perspective, all right? It's relative. Und natürlich immer wieder ihre sportliche Fairness. Hier ein No, Boris Johnson. No, please don't show this. Johnsons Politik. Not a child. Keine Angst, das Kind ist tot. So. Don't worry, the child is dead. After taking all that heavy hit from Boris Johnson, no, the child is not dead. The child just had a very traumatic experience, okay? Und das Traurige ist, obwohl ja jetzt noch diese Übergangszeit kommt bis zum Ende des Jahres, in der wir einen Freihandelsvertrag mit denen aushandeln müssen, jetzt schon kostet der Brexit Arbeitsplätze. Ja, wirklich. Ich zum Beispiel habe hier alleine drei Autoren angestellt. Und zwar nur für Brexit-Witze. Was mache ich jetzt mit diesen Leuten? Das Firing squad time. Execution. Es ist ein hartes Business. Ich spare Ihre Gebühren. Von den vielen Grafikern hier mal ganz zu schweigen, die hier wirklich jede Woche einen Kracher nach dem anderen rausgehauen haben. Na, wissen Sie noch die Totenhirne von London? Oder der Brexorzist? Und natürlich der Klassiker, Planet der Inselaffen. Ist alles vorbei. Oh, my days. No. Und natürlich der Klassiker, Planet... Planet of the Island Apes. No, you didn't just do that, mate. You didn't just do that, mate. No.
der Inselaffen. Ist alles vorbei. Below the belt, bro. Alles vorbei, ja. It's a jungle. They say it's a jungle out here. We'll meet again. Man wird melancholisch. Ich bin melancholisch. Übrigens, Ironie der Geschichte. Heute müssen sich die Briten ein allerletztes Mal nach uns richten. Brexit ist um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Eat this, motherfuckers, ja? Central European Time. Was passiert dann genau? Was 23 Uhr britischer Zeit ist, eine etwas krumme Uhrzeit. Und deshalb sollte eigentlich Big Ben dazu läuten. Statt des Big Ben Bong wird es jetzt nur eine Dia-Projektion in der Downing Street geben. Ist billiger. Haha, das fängt ja gut an, muss ich sagen. Mhm. Nein, aber ist richtig. Richtig, haltet euer Geld mal lieber zusammen. Ihr werdet es noch brauchen. Denn Fakt ist, die Briten wickeln etwa die Hälfte ihres Handels mit EU-Ländern ab. Die Hälfte. Und wie das dann gehen soll, eigene Standards für natürlich. Did you see that? The Hunchback of Notre Dame. This one is the Joker of the Big Ben. Natürlich niedrig steuern. Sie wollen ja eine Steueroase werden oder Arbeitnehmerrechte, eigene Arbeitnehmerrechte, aber weiter vom EU-Binnenmarkt profitieren. Wie das gehen soll, das kann auch der Boris nicht erklären. Ja, vielleicht wird das alles noch viel, viel teurer als gedacht. Und weil bei uns in Deutschland tatsächlich kein Mensch mehr Bock hat auf das Thema Brexit, konzentriert sich inzwischen 97% unserer England-Berichterstattung auf den sogenannten Mexit. Mexit? Ja, der Mexit, Sie wissen schon. Harry und Meghan. Also der arbeitslose Zeitsoldat und die arbeitslose Schauspielerin. No way. The unemployed soldier and the unemployed actress. No way. Yo, this guy's hitting below the belt, you know. This is below the belt. Red card. Die haben ja quasi gekündigt bei der Queen. Die sind quasi abgehauen. Das muss man so sagen. Und seitdem... Seitdem wirklich nur noch Schnappatmung. Dürfen die das mit gerade mal Mitte 30 ausziehen? Bei der Oma. Im Londoner Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds ist der Bruch schon vollzogen. Die Sussexes stehen jetzt in der Büßerecke weit weg vom Rest der Windsors. Oh. Das ist hart. Oder? Das ist hart. Oh. Büßerecke. Hat man jetzt eben auf den Bildern gar nicht so gut gesehen, aber die stehen da tatsächlich neben Hitler und Stalin. Das ist zu hart. Das ist wirklich zu hart. No, no, come on, no, 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 absolutely no. You are joking, really. Nah, that's not true. That's not true. I have to check it, that's not true. Come on, bro. Ja, das geht soweit einfach nur, weil sie gekündigt haben. Ich find's traurig. Vor allem die Aggressionen, die Meghan entgegenschlagen, sind ja, wenn man drüber nachdenkt, geradezu ein Symbol für diesen Brexit. Ein Kulturkampf zwischen einem weltoffenen, modernen England und der kleinen, miefigen Insel, die lieber im eigenen Genpool vor sich hingammeln will. Ja? Reden wir drüber in einer neuen Folge von... Heute Show Royal TS mit Christian Seelmann-Iringard. Okay, let's go. Christian Seelmann. Eckenbelt. Unser Heute-Show-Adelsexperte ist menschlich enttäuscht, ja, Christian geradezu beleidigt wegen des Mexit. Kann man wohl sagen, Wecke, das kann man wohl sagen. Der Familienbetrieb der Windsors, das war doch die letzte Erfolgsmarke der bankrotten Insel. Und plötzlich gibt es diese unfassbare Pressemitteilung der Queen, Zitat, okay. Harry und Meghan sind ab sofort nicht mehr arbeitende Mitglieder der königlichen Familie. Mm. Totaler Schock. Wussten Sie, dass einer von denen jemals gearbeitet hat? To be honest, yeah, that was a very big shock for me as well. Not just me, that was a very big shock for the UK. It shook the UK like, are you serious? You're actually quitting a family? Well, yeah, well... Yeah, yeah, yeah. You're quitting your family. It's like saying, I disown my family. Yeah, usually the parents or the family will disown you, but they're like, we decided to disown you. Yeah, that was really sad. Like, that was really sad. Even for me, I was like, come on, come on. Anyway. Nein. Ich auch nicht. Arbeit, was ist denn das? Das ist nicht mehr mein Hochadel. Arbeit. In diese Leute wollen wir doch unsere Träume, unsere Sehnsüchte projizieren. Dafür sind die doch da. Die sollen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Also Polo und Inzest. Was soll denn das? Dafür lieben wir sie doch, dass sie so völlig lebensuntüchtig sind. Hier ein Ex-Butler verpetzt Prinz Charles.
Ihm wird die Zahnpasta jeden Morgen auf die Zahnbürste gedrückt und seine Schlafanzüge jeden Morgen gebügelt. Auch seine Schnürsenkel müssen jeden Morgen gebügelt und geglättet werden. Naja, natürlich. No way. Mit ungebügelten Schnürsenkeln. They have to place a toothpaste on his toothbrush, so he can't do himself. They have to press his pajamas. Okay, that's fine. Press his shoelaces. Are you serious? And do they spoon feed him as well? Are you for real? He has toothpaste squeezed. Ihm wird die Zahnpasta jeden Morgen auf die Zahnbürste gedrückt und seine Schlafanzüge jeden Morgen gebügelt. Auch seine Schnürsenkel müssen jeden Morgen gebügelt und geglättet werden. Naja, natürlich. Mit ungebügelten Schnürsenkeln kommt er keine 3 Meter weit. Der bricht sich das Genick. Alles wunderbar eingespielte uralte Rituale. Und dann kommt da so eine B-Schauspielerin aus Hollywood und sprengt die Gruppe. Kein Wunder, dass die Medien sich so ein bisschen auf sie eingeschossen haben. Megan war ja die treibende Kraft hinter diesem "Wir wollen in royale Rente gehen". Ich halte sie persönlich für eine gefährliche Person. Harry sehen wir andauernd, aber Megan irgendwie nicht. Megan ist in Vancouver und shoppt Häuser. Aber ich glaube gleichzeitig, dass sie eine unfassbar selbstzentrierte, egoistische Person ist. Megan hat Kate zum Weinen gebracht. Monster Megan bricht das Herz der Queen. Achso, sag mal. Monster Megan, was soll denn das? Warum kriegt sie eigentlich fast alles alleine ab? Mhm. Weil sie die Frau ist. Entschuldigung, so ein Erfahrungswert von mir. Ja. Meistens ist ja doch die Frau schuld. Ist ja auch gar nicht der Punkt. Nein. Ja? Aber dass da manche Leute jetzt Rassismus reininterpretieren, das finde ich einfach lächerlich. Gut, was man zugeben muss, Kate und Megan werden medial schon unterschiedlich dargestellt. Mhm. Hier, der britische Express schreibt, William schenkt Kate eine Avocado gegen die Morgenübelkeit. Und dann derselbe Express, Megans geliebte Avocado schuld an Menschenrechtsverletzung. Waren halt verschiedene Avocados. Oder hier, Daily Mail. Nicht mehr lange, schwangere Kate streichelt zärtlich ihren Babybauch und dieselbe Zeitung zur schwangeren Megan. Warum kann Megan nicht die Finger von ihrer Plauze lassen? Ist eine berechtigte Frage. Was soll das ständige Gefummel? Ja, Fummeln ist ein gutes Stichwort. Selbst der notgeile Prinz Andrew kriegt weniger ab in der britischen Schweinepresse. Ja, das kommt mal vor bei den Windsors, dass einer seinen kleinen Prinzen nicht unter Kontrolle hat. Aber das spielt doch letztlich keine Rolle. Ich sage Ihnen, die werden sich auch wieder berappeln, weil es ja letztlich ein Wirtschaftsunternehmen ist. Experten schätzen den Wert der Marke Windsor immer noch auf 79 Milliarden Euro. Was meinen Sie, was die verdienen mit ihrem ganzen Merchandise? Tiniff, Teller, Tassen, royale Nachttöpfe, das ganze Programm. Ja, da können unsere bürgerlichen Politiker nicht dran klingeln. Liegt doch alles seit Jahren wie Blei bei uns im Heute-Show-Fanshop. Frank-Walter Steinmeier, der ist. Aber 30.000 Stück. No one's buying. Auch hier. Die Heiko Maas Beauty Nachtcreme will keiner. Und der größte Ladenhüter von allen. Das Anja Karliczek Katzenklo. Deswegen brauchen wir den Hype. Da ist was dran. Tschüss. To sell, you need the nobles on it, okay? You need the nobles on it. Deswegen brauchen wir den Hype. Da ist was dran. Christian Seelmann-Ehringberg, meine Damen und Herren. The sheer sarcasm in this, is on another level, okay? They are proper roasting the whole of the UK and all the Brits. This is some proper roast, you know what I mean? Some proper violation, but educative at the same time and quite entertaining, okay? A few bits, I'm a bit uncomfortable to laugh because I don't get in trouble, okay? I won't get in trouble because we have freedom of expression. But still, I mean, this is some hard truth, okay? Some below the belt punching. Alright, no mercy. They're showing no mercy to the Brits. The Germans and the Brits. Why do they always have to clash? Why? Okay, why? Come on, Germans. The Brits love you. The Brits love you so much. Like they love Abifa. Jokes. But yeah, man. Like I was said earlier in the other video, this is some pure truth, okay? It is truth. Yes, exaggerated, okay? Made funny and made hard at the same time. Some criticism, guys, this is mad, very entertaining at some points, a bit uncomfortable, okay, like I'm having a wedgie, but still
entertaining. And I want to say thank you very much, guys, for recommending these videos to me. Okay, I've enjoyed them. I mean, a lot of the things here I already know, okay, because obviously I live here. Even if I don't read the papers, even if I don't watch the news, it's everywhere. Okay, people even talk about it. All right, so yeah, pure truth. So I can't fault you guys for saying the truth, but still I feel the punch. Anyways, people, shit, what I'm only gonna do, let me know what you think about this in the comment section. Dude, let me know what you think about this. Also, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love. It's gonna be a peace out. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way. You are me.